auf dem Schulhof aufgebaut. Und da kann man auch noch das Spiel Bierstern weit spucken. Wir sind jetzt hier in der Geschwister-Grimm-Schule und wir haben auch vorhin jetzt gerade in dem Beitrag schon ganz viel gesehen, was die Schülerinnen und Schüler hier machen dürfen. Gibt es denn so ein Grundrezept für eine Schulleitung, wie man so eine Schule führen muss? Wie gehen Sie damit um? Ja, wir sind eine Schule mit offenen Türen. Wir wollen alle Kinder hier in der Schule individuell betreuen. Wir wollen Freude am gemeinsamen Lernen auf der Grundlage von Offenheit und Vertrauen und Achtsamkeit fördern. Die Zusammenarbeit und das Lernklima sind natürlich ganz wichtig. Wir sind eine Schule, die ein besonders aktives Schulleben hat. Wir sind vernetzt mit unseren Eltern, mit unseren Kooperationspartnern und wir gestalten Feste und feiern gemeinsam. Der Umgang in der Schule liegt uns besonders am Herzen. Die Unterrichtsgestaltung ist mit Neugier und Freude geprägt. Die Kinder sind am Lernprozess beteiligt. Sie entwickeln Unterricht mit, im Team, eigenverantwortlich. Und das Lernen wird komplett vorbereitet von unserem Lehrerteam. Das Kollegium ist hier natürlich ein ganz besonderer Schatz.